As the leading nations in Asia and Europe, both Japan and Germany share important responsibilities for enhancing the security and prosperity of the world. DJW has been committed to the fostering of mutual understanding and finding joint solutions for more than 30 years. Wir haben eine Vielfalt von Mitgliedern von verschiedenen Branchen, verschiedenen Unternehmen, von kleinen Unternehmen bis großen Unternehmen. Der DJW deckt eine enorme Vielfalt von Themen ab, von Makrothemen wie das FTA zum Beispiel zwischen Europa und Japan, aber auch Mikrothemen, die Unternehmen beschäftigen, von Elektromobilität bis hin zu Home Management Systems etc. Themen, die für unsere Mitglieder wichtig sind. Unser Netzwerk ist umfassend. Es sind Unternehmensvertreter, es sind Privatpersonen, es sind Politiker, es sind Medienvertreter, es sind Wissenschaftler, es sind auch Institutionen, mit denen wir in Kooperation sind, und wir bringen all diese Player auf einer Plattform zusammen. I would like to welcome you very much to our symposium today. Ladies and gentlemen, this symposium is a special symposium because the DJW celebrates its anniversary. Omedetou gozaimasu. Am Anfang stand eine deutsche Industrieausstellung 1984 in Tokio, und das war ein großer Erfolg. Es ging dann darum, dem Folge zu geben. Und schließlich hat man gesagt, also dann gründen wir doch eine Plattform, auf der sich Deutsche und Japaner treffen können, um irgendwelche Probleme aus der Welt zu schaffen, ohne dabei Gerichte zu bemühen oder politische Instanzen damit zu behelligen. Später hat das keine große Rolle mehr gespielt. Diese Probleme der Vergangenheit waren überkommen. Und dann hat man gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Formen der Zusammenarbeit finden. Und mehr hat sich dann dieser deutsch-japanische Wirtschaftskreis so entwickelt, wie wir ihn heute kennen. Wir haben einen Verein gegründet mit klarer Mitgliedschaft. Und es war erstaunlich, dass da viele gezeichnet haben und bereit waren, mit einem Beitrag diese Sache zu stützen. Wir sind heute völlig unabhängig von irgendwelchen öffentlichen Händeln. Ein reiner privatwirtschaftlich geführter Verein. Ich sage ganz offen, darüber waren wir eigentlich ganz stolz. エクスプレッシブだったり、なかなか、やはり、エクスクルーシブだったり、または政府の影響力があまりにも強すぎたりというところなんですけども、やっぱりDJWは非常にバランスの取れた組織で、これからも積極的に活動し、また活用させていただきたいと思ってます。我々、国会社であるゼニックもですね、ドイツにおいてはまだ知名度がかなり低いので、特にドイツのお客様に対してのネットワークの機会として、有効に活用させていただいております。まあ、2月ぐしてるはびきふんぬべDJWしてんぶーぜ、ドイツは seitens der deutschen Newsletters GmbH eine Stelle ausgeschrieben. So, yes, we have Internet, yes, we have the social media, but at the very end, it's always face to face. What I hear often from German side, why can't they just say it out loud in words? And then the Japanese side come to me, why can't they just read our mind? Wir haben Veranstaltungen, wir haben unsere Website mit verschiedenen Tools, mit einem Infopool, einem Expertenpool, einer Jobbörse. Wir posten die Hinweise unserer Mitglieder, wir haben verschiedene Publikationsreihen. Alles mit dem Ziel, die Persönlichkeiten zusammenzubringen und die Gelegenheiten für Begegnungen zu schaffen. Das ist das, was uns am Ende des Tages glücklich macht, wenn neue Kontakte entstanden sind. Well, ladies and gentlemen, today's subject, startups, I think is a very important subject for all of us. I think there is room for improvement in cooperation between Germany and Japan, and what we hear is that we are in Germany more successful in this seed phase, but Japan is more successful in this later stage and IPO. So I think we can do more. There is no, we have always done it this way.
There's a completely new playing field, and you can kind of get into that field and say how you want the work of the future to look like. 日本とベルリンを中心としたドイツのスタートアップ、この交流からさらに世界に羽ばたけるようなスタートアップが出てくるのではないかと考えています。I like the event a lot because it was a mix of different people from different sectors. So you had people from the formal, from the old economy, but also a lot of new startups, a lot of people who are trying to connect Germany and Japan. 日独産業協会で活躍なさっている方々がやはりハートで動くからですね。Deutschland und Japan, wir sind sehr verschieden. Aber das ist durchaus kein Nachteil. Die daraus entstehende Spannung kann im Gegenteil, kann fruchtbar werden. Beide Völker können gerade auch angesichts solcher Unterschiede verlässliche Partner und einander gute Freunde sein. Freundschaft ist wie eine Tür, durch die man den anderen erreicht. Gelegentlich knarrt sie, gelegentlich klemmt sie auch, aber sie ist niemals verschlossen. Oh!